Wir haben ein Riesenhaushaltsloch. Wir haben Minister, die natürlich nicht sparen wollen, weil Geld ausgeben viel charmanter ist als sparen. Wir haben einen Finanzminister, der seine Rolle nicht ausfüllt, sondern irgendwie nur zuschaut. Und so sagen Sie, einen Bundeskanzler, der keine Politik gestaltet, sondern lediglich sein Überleben organisiert. Sind das gute Aussichten? Das ist eine rhetorische Naja, Frage. das sind Rhetorische Frage zum Ende der Sendung. der Kuchen geht so lang zum Brunnen, bis er bricht. Wenn jetzt in der FDP ist ja irgendwann die Frage, wie überleben wir am besten? Überleben wir, indem wir diesen Weg ins Desaster, und das Desaster wird ja täglich sichtbarer, noch für weitere 1,5 Jahre mitmachen, bis zum Herbst 2025, oder indem wir ein neues Lambsdorff-Papier schreiben. Aber das war damals ja der Bruch. Das Problem der FDP ist, allein in der vergangenen Woche hat sie also 3 Lambsdorff-Papiere geschrieben. Welches ist denn nun das Lambsdorff-Papier und wo sind die Bruchkanten gezeichnet? Das heißt, die FDP eiert mit Verlaub rum zwischen dem Wunsch, irgendwie auszusteigen, dem Wunsch, doch auch gerne weiterzumachen, dem Wunsch, Dinge auch verbessern zu wollen, der Angst, aber Dinge so zu fordern, dass es da zum Bruch kommt. Und in diesem Rumeiern kann sie auch eben leicht untergehen. Und darum ist am Ende die Frage an die FDP, wie sie lieber untergeht. Jetzt mit offenem Visier und wehenden Fahnen und vielleicht der Chance, doch über 5% zu sein und dann in einer anderen Konstellation wieder mitzuregieren, oder indem sie genauso schandbar untergeht wie vor 8 Jahren die Silvesterwelle.